Hallo. So. Lesen wir weiter. Ach. Apropos lesen. Wir müssen uns ja ich jetzt hier konkret, muss mir ja die Mühe machen und muss lesen. Wer liest nicht? Chuck Norris liest nicht. Der starrt Bücher so lange an, bis ihm sagen, was er wissen will. Boah, das wäre ja... Wenn ich jetzt hier nur 10 Minuten starren würde. Achso, ich muss ja ein Buch anstarren. Nee, das lasse ich. Carlos, ich weiß nicht, ob ich fantasiere. Es ist möglich. Aber meine Fantasien sind vollkommen klar und logisch. Zweifle nicht daran, so ist meine Lage. Ich habe viel darüber nachgedacht. 8 Tage Fieber fördern vieles zutage, wenn man mit rotglühenden Gedanken immer wieder in der gleichen Schwärze bohrt. Dann sprich dich aus, Carlos. Ich will dich verstehen, vorläufig gelingt es mir nicht. Carlos, doch, du verstehst mich, alles, was ich dir sage. Vielleicht denkst du es nicht in der richtigen Reihenfolge. Aber du fühlst die Ängste mit. Ich habe gesagt, ihr seid alle gut. Du, mein Vater, Paquita. Aber zusammen habt ihr mich zum unseligsten Wesen auf der Welt gemacht. Ist mein Vater nicht gut? Kann man einen Sohn mehr lieben, als er mich liebt? Ich erinnere mich, wie er mich liebkoste, als ich klein war. Als ich ein Mann war, hat er mich auf den Pfad der Tugend geführt. Und ich folge ihm immer noch. Und auch jetzt, seine Wut, seine Ungerechtigkeit, seine Grausamkeit gegen dich, sind sie nicht Beweise seiner unermesslichen Zuneigung? Adelina, es ist wahr. Alles das habe ich ihm eben noch gesagt. Aber er hat mir nicht geglaubt. Arme Adelina, und du? Bist du nicht ein Engel an Sanftmut, Güte und Liebe? Schweig um Gottes Willen, ich bin nichts anderes als eine arme Frau, die dich liebt. Sag das, und du hast alles gesagt. Nicht alles. Deine Ehre wird angegriffen. Deine Unberührtheit durch die Pfützen der öffentlichen Plätze geschleift. Bittere Worte, Geringschätzung, Verachtung und Grausamkeit von dem einen wie von den anderen. Vor allem der Tod bei langsamem Feuer, Adelina. Es ist wahr. Glaubst du denn, ich ahne nicht, was du leidest? Jede andere würde sagen, es handelt sich um meine Ehre und ich kann sie niemandem opfern. Auf meiner Seite stehen Vernunft und Recht. Also werde ich auf jeden Fall die Wahrheit sagen, um jeden Preis. Aber du, nicht eine Klage. Du unterdrückst deine Seufzer, damit ich sie nicht höre. Heimlich trocknest du deine Tränen, damit ich sie nicht sehe. Du umarmst mich, um dein schmerzerfülltes Gesicht an meiner Brust zu verstecken. Carlos, nur deinetwegen. Deinetwegen. Und wenn du deinen Jammer nicht beherrschen kannst, sagst du, du weinst um deinen Carlos. Arme Adelina. Ich sage die Wahrheit, das, was ich fühle. Es ist wahr. Ich bin sehr grausam zu dir gewesen, als ich an dir zweifelte. Und jetzt, da ich an deine Liebe glaube, bin ich zu feige, um dich zu verteidigen. Das ist es, was du mir sagen könntest. Und mit Recht. Grausam und feige. Ich bin es. Ich bin es. Streite es nicht ab, Adelina. Reg dich nicht auf, du wirst wieder Fieber bekommen. Ich habe es schon, es verbrennt und zerstört mich. Tag und Nacht frage ich mich als Mann von Ehre und Gewissen, was habe ich zu tun? Und ich finde keine Antwort. Das Erste auf dieser Welt ist nicht die Wahrheit als Gottes Abbild. Selbstverständlich ist es so. Und wenn diese Wahrheit ein Akt der Gerechtigkeit ist, die einer Frau ihren guten Ruf wiedergibt, ist sie nicht noch heiliger? Wie könnte man daran zweifeln? Und wenn diese Frau die meine ist und so gut ist und ich sie anbete, darf ich dann schweigen? Nein, ich darf es nicht. Carlos! Warte, warte, du wirst schon sehen. Dann muss ich also meinem Vater alles aufdecken. Ganz einfach, nicht wahr? Ich muss ihn, den armen Alten, liebevoll in die Arme nehmen und sagen, Vater, ich liebe dich, ich verehre dich, aber wir müssen Schmerzen und Unehre gemeinsam tragen. Schlimmer noch, ich will nichts davon tragen, sondern die ganze Last auf dein Herz laden. Solange wir in der Familie nur Glück und Zufriedenheit hatten,
verstand es sich von selber, dass ich ein guter Sohn war und Glück und Zufriedenheit kindlich mit dir teilte. Aber das ist jetzt anders geworden. Handelt es sich um Schande? Es ist die deine. Ist da eine schuldbeladene Frau? Deine ist es, nicht meine Adelina, sondern die angebetete Paquita. Tränen, Leiden, wahnsinnig werden. Alles das ist dein Teil, denn dein Sohn, dein Carlos, deine Liebe, deine Seligkeit hat sich bei dir, Vater, von seinen Erschütterungen und Qualen befreit. Carlos, wie kannst du nur an so etwas denken? Nein, das alles würde ich mit anderen Worten sagen, liebevoll und diskret, so heuchlerisch wie nur möglich, aber im Grunde mit der gleichen Undankbarkeit des Herzens, der gleichen Seelenfäule, der gleichen vatermörderischen Grausamkeit, der gleichen abstoßenden, ungeheuerlichen Selbstsucht. Bei der bloßen Vorstellung greifen meine Hände an die Kehle, um zu verhindern, dass sie nicht wieder so lästerlich redet. Hör auf, Carlos, du verlierst den Verstand. Deine Augen sind blutunterlaufen. Blut? Ja, heute war ein blutiger Tag. Victor kann es bezeugen. Er betrachtet seine Hände. Siehst du es nicht auch woanders? Nicht nur in meinen Augen? Nein. Ich sehe es überall. Genug. Wer hat gesagt, es genüge? Wer es sagt, lügt wie ein Schuft. Alles das, wovon wir gesprochen haben, würde zwischen diesen Wänden am häuslichen Herd bleiben. Aber was taugt der häusliche Herd, wenn er so wenig von den Außenstehenden respektiert wird? Was hätte ich erreicht, wenn ich meinem Vater alles enthüllt hätte? Sein Unglück oder seinen Tod. Und außerdem wäre ich treu und ehrlos gegen Paquita gewesen. Aber du und ich, was hätten wir gewonnen? Wäre die öffentliche Schmach nicht immer auf uns sitzen geblieben? Und so fordern Logik und Gerechtigkeit sogar der Instinkt, dass man das Übel an der Wurzel packt. Was ich zu meinem Vater gesagt, müsste ich der ganzen Welt sagen. Das ist ein widerwärtiger Gedanke, Carlos. Ja, widerwärtig, weil ich das Hirn voll habe von fürchterlichen, widerwärtigen Gedanken. Darum leide ich so, darum lasse ich mich ausreißen. Vielleicht gehen sie dann davon. So wie ich es gesagt, um unser Werk zu Ende zu bringen, müssen wir auf Plätze und Straßen gehen und alle Bekannten anhalten und ihnen ins Ohr flüstern, allerdings mit äußerster Diskretion. Haben Sie nicht von einem verräterischen Balkon gehört und einem verwegenen Liebhaber und einer unkeuschen Gattin und einem allzu gutmütigen Ehemann? Nun, wir waren es nicht, weder Adelina noch ich. Wissen Sie, wer die Urheber des Skandals waren? Es war niemand anders als... Nein, nein, das kann ich nicht sagen. Auch nicht jetzt, hier, unter vier Augen. Ich kann nicht. Manchmal haben die Lippen mehr Ehrgefühl als die Gedanken. Wenn du nicht fähig bist, so etwas zu tun, warum beschäftigst du dich damit und genießt es, dich zu quälen? Weil es nichtswürdig wäre, es zu tun und ebenso nichtswürdig, es zu unterlassen. Wahrhaftig, niemals. Immer. Meine Pflicht als Ehemann ist, etwas zu tun, was meines Sohnes Herzen widerstrebt. Solche Dinge, wie sie dir das Fieber eingibt, vermag ich nicht auszudrücken. Aber ich glaube, du kannst und du musst dich für deinen Vater opfern. Mich opfern? Ja, aber dich kann ich nicht opfern. Ich bin jung, ich habe Kräfte genug, um zu leiden. Die Gewohnheit hat sie mir verliehen und in mir trage ich einen himmlischen Trost. Dein Vater ist alt, er kann den Schmerz nicht mehr ertragen und auch die Hoffnung hat ihn verlassen. Das sagst du, weil du gut bist, aber auf dem Grunde deiner Seele sträubt sich etwas dagegen. Ich schwöre dir, es ist nicht so. Nicht? Sag, wenn wir zusammen ausgehen und die Vorübergehenden dich ansehen, glaubst du nicht, dass viele von ihnen denken werden, eine schöne Frau mit einer Geschichte, ein gefälliger Ehemann ohne Energie, eine leichte, gefahrlose Beute. Nein, niemand kann so etwas Niederträchtiges denken. Klar, da es keine Schufte auf dieser Welt gibt. Still, du wirst auch mich noch verrückt machen. Da du alles mit mir teilen willst, teile auch meinen Wahnsinn. Nun denn, lass sie denken, was sie wollen. Jeder hat das Recht, sich zu opfern. Versag mir nicht das meine. Aber wir haben dieses Recht nicht, weder du noch ich. Carlos, du hast den Verstand verloren. Wäre es doch so. Du glaubst, es handle sich nur um unsere beide Ehre? Warum denn sonst? Um die Ehre der grausamsten, eben der geliebtesten Wesen. Wer könnte das sein, Carlos?
Adeline, erinnere dich, vor 4 Tagen, als das Fieber meine Knochen verbrannte und mein Blut entflammte und mein Hirn zu einem Vulkan machte, erinnerst du dich? Du warst toll vor Verzweiflung. Du hast mich da nicht in deinen Armen, hast du mich da nicht mit deinen Armen umschlungen? Peace.